Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 3. Wir waren dabei, den Untergrund für uns etwas sicherer zu gestalten, dass wir auch mal ohne nervige Störungen ja auf die Oberwelt können. Das Problem ist, ich konnte natürlich nicht die Finger davon lassen, habe noch zwei, drei Goldvorkommen angegraben, so rum. Und bin dabei leider auf ein Spinnennest gestoßen. Und diesmal ist es sogar eines der Spinnennester, die, wie ihr seht, durchaus auch bereit sind auszuziehen, um unserem Dungeon-Herz auf die Nüsse zu gehen. So, hier sehen wir, ist ein Spinnenraum. Das ist der Spawner. Und ich kann jetzt einfach mal hier so einen schönen Blitz reinknallen. Warum hat die Spinne da nicht gekillt? Ich weiß es nicht. Naja, hier würden theoretisch die Spinnen jetzt auch nachspawnen. Ich hasse es, wenn ich Spinnen und Spawnen in einer gewissen Reihenfolge sagen muss. Beziehungsweise in beliebiger Reihenfolge. Aber, naja, was will man machen? Manchmal muss man das halt sagen. So, dann haben wir hier auch außerdem noch was Neues gefunden. Feinde Nämlich eine sind in den Dungeon Diamantader. eingedrungen. Und die sind immer total toll. Weil da kriegt man richtig viel Asche raus. So, die zerlegen sich hier alle schön selber. Bis auf die Priesterin, das ist jetzt, na gut. Soll sie machen. Es ist zwar eine Priesterin wirklich, also schon die entwickelte Variante der Heilerin, aber ein Witz ist das trotzdem. So, einen Heiltrank brauchen wir nicht. Hier unten bauen wir natürlich jetzt noch einen Schatzraum hin, der auch schon was größer sein wird. Glücklicherweise brauchen Schatzräume ja keine Effektivität. Das heißt, pfeift drauf, ob es von Wänden begrenzt wird oder nicht. So. Aber, Es ist Zahltag. ja, Zahltag. Das könnten wir theoretisch abkürzen, indem wir jetzt unsere ganzen Einheiten in die Hand nehmen und auf die Oberwelt schmeißen. Das möchte ich aber gerade nicht. Denn, ja, uns fehlt halt gerade eigentlich Die das Gold Magie der dafür. Steine von Gehenna war bereit für Sehr einen schön. neuen, hoffentlich tödlichen Schlag. So, dann setzen wir den nochmal direkt ein. So, da so hin. Tut ja gut weh. So, dann können wir jetzt mal gerade, okay, die nächste Angriffswelle hier noch anfangen und uns dann dem nächsten Ziel zuwenden. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wie es den Veteranen halt eigentlich nicht juckt. Oh shit. Okay, dann sind da definitiv eben so ein paar Bobo-Einheiten durchgekommen. So. So, der Veteran könnte zwar, ja, jetzt muss ich sie doch mal heilen, aber er stirbt vorher sehr gut. Wunderschön. Dann einmal alle Mann an die Oberwelt. Ja, leider haben wir hier noch keine weitere Forschung. Kleiner Spoiler, hier kommt nachher unser Magiezweig. Die dunkle Macht erfüllt mich. Aber ja. Wie ihr selber seht, ist noch nicht mit. Thanos muss sterben. Ist noch nichts mit weiterem Ding. So, trollen wir die doch mal ein bisschen. Ich habe doch meine Dämonen. Die Steine von Gehenna pulsierten voller Magie. Ihr Zauber stand erneut zur Verfügung. Das nutzen wir auch gerne direkt einfach mal. Ich Perfekt. bin das Böse. Wunderschön. So, hier ist soweit aufgeräumt. Wundert mich, dass wir die Typen da oben übersehen haben. Oder die sind nachgespawnt, beziehungsweise da wieder hingewandert. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Den letzten Ort des Guten brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wie schon beim ersten Stein erwachten auch hier einige Wächter zum Leben, um Talia anzugreifen. In seiner Weisheit hatte das dies vorausahnende Böse natürlich schon vorgesorgt. Wir Ja. wollen was hoffen. Das
habe ich mehr oder weniger. Ich überlege gerade, warum ich teilweise. Ich meine, okay, hier wollte ich einfach den Raum noch vergrößern. Ich muss es bräuchten, aber. Bitte auf mit deinen Taten. Wofür habe ich den Raum hier gebaut? Zum Licht. Ich habe mehrere Jahre gebraucht und mehrmals speichern und laden müssen, bevor ich all diese Dämonen verbannt hatte. Vater, ich versuche es, aber das Böse, es ist so stark. Kämpf dagegen an, mein Kind. Vergiss nicht, es ist eine Falle. Dass dieser Stinkstiefel die letzten Jahre an einem Ort eingesperrt hat, der nicht umsonst ermüdende Bibliothek heißt und sein bester Freund ein Zwerg ist, der alle Elfen hasst. Ich weiß, der Erzähler sollte ja eigentlich neutral sein und über der Geschichte schweben, aber dieser Typ nervt langsam mit seinen Einblendungen, wo er doch hunderte Kilometer entfernt ist. Richtig. Du bist nicht mein Vater. Du hast mich nur ausgenutzt. Du schimpfst dich einen ehrbaren, guten Paladin. Und doch hast du zugelassen, dass man mich verspottet und beleidigt hat. Mit dir bin ich fertig. Nachdem sich Talia wieder auf ihr eigentliches Wesen besonnen hatte, ignorierte sie Thanos und wandte sich wieder den Steinen zu. Hier lang, Hobbitze! Ich meine, böse Kreaturen, folgt mir! Die Priesterin alleine macht glücklicherweise nicht wirklich Schaden, wenn sie dann ankommt. Nein, kommt sie nicht. Das ist sehr gut. So, Angriff erfolgreich abgewehrt, aber unsere Verteidigung reicht immer noch nicht aus. Ja, mittlerweile haben wir aber auch wieder das Gold und theoretisch auch mal ein paar Verdrescher hier reinzusetzen. Geschafft! Das Siegel ist gebrochen! Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna erobert und das dieses Mal sogar ohne einen ausgedehnten Monolog mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit. Also, eigentlich wollte ich gerade etwas... Meine Güte, halt die Klappe! Wo waren wir? Ach ja, abermals schoss ein riesiger Mana-Strahl in den Himmel und ein Portal öffnete sich. Ob es nun in das Universum der Winchester-Brüder, Buffy, Charmed oder was auch immer führte, es sprangen tötungswillige Dämonen heraus. Wie in guten Spielen üblich, die noch etwas Spielzeit schinden müssen, gab es noch einen dritten Stein, den es zu erobern galt. Sogleich machte sich Talia auf den Weg. Willst du jetzt einen einzelnen Veteran abgefangen oder was? Ja. So, auf den Weg. Auf die Schnauze, Kumpel. Okay. Du bist neu. Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. So, bevor wir das aber machen, da ist noch ein Schütze. Was auch immer da ein einzelner Schütze tut. So, jetzt werden wir es nicht mehr erfahren. Einfach damit die mir hier nicht auf den Sack gehen können. Danke dafür. Ach, da kommen die mal her. Sollten wir das mal eben kurz unterbinden. Moment. So, ihr killt das. Und ihr drei greift euch einfach mal die Schurken da. Während ihr mir doch ein bisschen drauf snipt. Weil für Schaden sind die Dämonen echt super. Aushalten tun die zwar jetzt nichts, die Implinge. Aber das erwartet man von denen ja nicht. Dafür kann man die super zum Kiten nehmen. Weil, wie gesagt, bei so einer hohen Reichweite, wie die haben, und die sind jetzt auch nicht die langsamsten. Ihr seht, die sind schneller als hier der Zwerg. Was haben wir hier? Rüstungsbonus. Ich bräuchte einen Ork. Bushidok. Du holst dir das mal. Was haben wir denn da hin? Ich
bin die Königin des Bösen. So, können wir mal noch... Der dritte Stein von Gehenna war ganz nah. Ein bisschen investieren. Ein drittes Mal erhoben sich die Wächter, um Talia daran zu hindern, an dem Stein von Gehenna herumzufingern. Wer hätte das gedacht? Zählt das, wenn ich jetzt aufzeige? So, ihr beide. Talia, ich bitte dich. Schon wieder? Der Typ taucht jetzt schon zum dritten Mal auf. Ist er der verdammte Geist der Weihnacht oder was? Halt endlich die Klappe und lass uns mit dem Spiel weiterkommen. Aber ich... Also, jetzt ist aber gut. Die kommt nicht zu dir zurück, alles klar? Schätzungsweise haut sie dir in 15 oder 16 weiteren Missionen ordentlich eins auf die Mütze. Ich bin doch... Mein Gott, du hörst einfach nicht auf, oder? Okay. Talia, dein Job. Halt die Klappe, Thanos. Darf ich auch noch was dazu sagen? Nein! Ach ja. Wie schön das immer ist, mit so vielen Persönlichkeiten zu sprechen. So. Ihr macht jetzt alle Points. Ihr kassiert erstmal noch einen schönen Blitz. Wichtig ist, dass die Heilerin drauf geht, dann sind nämlich auch die Krieger hier ziemlich hart geschwächt. Hallo ist noch dran. Ist auch gleich fertig. So, wenn der Raum steht, kann ich theoretisch unsere weiteren Truppen ausheben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja. Sind mir egal. So, bei denen Fallen ist das ein bisschen nervig, weil die müssen wir per Hand aktivieren. Ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Machen dafür umso mehr Schaden. So. Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden jetzt nicht sadistischen Bösen eruiert zu werden. Endlich! So. Das letzte Siegel ist gebrochen. Tod dem Guten! Alle Macht dem Bösen! Tatsächlich! Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna eingenommen. Mana in die Höhe, Dämonen aus Portal, bla 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 und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Nun musste nur noch der letzte Stein von Gehenna eingenommen werden. Moment. Sagtest du nicht insgesamt 3 Steine? Das waren doch jetzt schon 3. Nein, da täuschst du dich. Nein, ich täusche mich nicht. Du hast gesagt, jedes gute Spiel hat 3 Ziele. Ich sagte ja auch, jedes gute Spiel. Okay, dagegen kann ich nichts sagen. Dann eben auf zu Nummer 4. Dies ist korrekt, denn es gibt einen vierten Stein. Den holen wir uns jetzt mit der geballten Macht. Denn dieses Ding da aber nachdem es 4 Steine sind, versuche ich noch ein letztes Mal, dich zu Sinnen zu bringen. Ich nicht einfach umklatschen. Bitte, lass ab von deinem Tun und kehre zum Guten zurück. Wir können gemeinsam das Böse ausmerzen. Vater, ich... Niemals! Ich werde die Königin des Bösen sein und alles Gute vernichten. Mit diesen Worten sollte alles gesagt sein. Zeit, den letzten Stein einzunehmen. Dummerweise versperrte dieser unansehnliche Steinhaufen den Weg zum vierten Stein und musste erst aus dem Weg geräumt werden. Hier werden wirklich alle Register gezogen, um noch ein bisschen Spielzeit rauszuschinden, nicht wahr? Sehr lobenswert. Und ihr seht, wie fucking viel das für voraussetzt. 80.000 Leben. Dieser Steinhaufen war zäher als gedacht. Und was zum Teufel? Wer hat mich aufgeweckt? Warst du das etwa? Vielleicht. Meine Kinder sind alle tot. Dafür wirst du büßen. Ich werde dich zermalmen. Ja, ich glaube nicht. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Natürlich hatte das vorausahnende Böse so etwas bereits berücksichtigt und stürzte sich gut vorbereitet in den Kampf, hoffe ich. Ich bin die Königin des Bösen. Ja. So kann man es auch ausdrücken. Ist da gerade ein Dämon weggeflogen? Ne, okay, ist auch okay. Macht es trotzdem nicht besser. Die
Steine von Gehenna pulsierten voller Magie. Der Zauber stand erneut zur Verfügung. Mit einem bedrohlichen Knirschen ging das riesige Steinmonster zu Boden. Das Marmorstein und Eisen durchbrechende Böse hatte gesiegt. Aus den Resten würde es sich vielleicht ein neues Bad gestalten lassen. So, holen wir uns bitte den letzten Stein. Ich würde dann hier gern weggehen. Den vierten Stein einzunehmen war nun babyleicht. So leicht, dass wir es tatsächlich nur in einer kurzen Zwischensequenz abfrühstücken und dir diese nervige Klickarbeit ersparen. Och. Alle Siegel waren nun gebrochen und die Dämonen strotzten vor Tatendrang, um an der Seite des ultimativen Bösen Chaos, Zerstörung und Volksmusik über die Welt zu bringen. Den letzten Punkt habe ich mir vielleicht auch nur ausgedacht. Ganz so böse ist es dann doch nicht. Glücklicherweise. Stelle sich das mal vor. Grimmel war nach wie vor auf der Suche nach der Dunkelelfe und dem sie umgebenden Bösen. Dafür hatte die sich gegen ihren Ziehvater Thanos durchgesetzt und dem Guten widerstanden. Doch als später seine Späher zu ihrem Entsetzen die Steine von Gehenna derartig zerstört vorfanden, war die Armee des unscheinbaren Bösen bereits weitergezogen. Ja, Grimli, wird uns noch ein bisschen länger hinterherlaufen. So, die Sumpflande von Aschenquell. Während die Schergen von Grimli hammerhand nach Talia und der Armee absoluten Bösen Ausschau hielten. Ich erinnere mich wieder, was wir machen müssen. Nein, wir kriegen leider noch keine Zombies. Sehr generell Untote. Die lassen leider noch ein bisschen auf sich warten. Aber, Während sich andernorts Grimlis Späher die Mühe machten, jeden Stein auf der Suche nach Talia umzudrehen, und das meine ich wörtlich, war diese in Richtung Stadt Stahlschmiede aufgebrochen, dem Sitz des Zwergenkönigs. Allerdings hatte sie durch einen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl des überhaupt nicht taktvollen Bösen einen kleinen Umweg gemacht in die Sumpflande von Aschenquell. Hier lagen uralte, mit Flüchen belegte Gebeine längst vergessener Soldaten, unruhig in ihren Gräbern und warteten nur auf den nötigen Schubs, um sich endlich zu erheben und The Talking Dead nachzuspielen. Oder wie das heißt, The Modern Talking Dead. Ja. Unglücklicherweise und natürlich völlig zufällig hielt sich Grimli, der rassistische Zwergenkönig, ebenfalls in Aschenquell auf. Ei, hackt mehr Holz, ich hab nicht genug Ressourcen. Ich will nachher noch eine Kaserne errichten, um Ritter und Fußsoldaten anzuheuern. Außerdem brauche ich das Holz, um diese Palisaden... Welcher Schwachkopf hat denn bitte das verbrochen? Wenn ich mir meinen rechten Zeh abschneide, zieht der los und baut eine bessere Verteidigung auf. Los, bringt das in Ordnung. Und da drüben bauen wir noch einen Wachturm. Oder zwei. Ach ja. Über diese Tower der Menschen. Schlimm ist das. Grimli ist hier? Ausgezeichnet. Ich werde dieser bärtigen Bierleiche seine ganzen verdammten Vorurteile aus dem Leib prügeln. Dabei werden mir diese Möchtegern-Untoten in ihren Gräbern gute Dienste leisten. Mal sehen, wie es dem besoffenen Tölpel schmeckt, ein paar nach Hirn hungernden Zombies entgegenzutreten. Nicht, dass aber seinem mickrigen Spatzenhirn da Angst haben müsste. Talia, willst du das nicht noch einmal überdenken? Untote? Wie tief sind wir nur gesunken? Ach, dich gibt es immer noch? Ich dachte, ich hätte dich in der letzten Mission schon endgültig vertrieben. Wie auch immer, halt die Klappe und lass mich arbeiten. Ich muss die lebenden Toten erwecken. Um also die Nacht der lebenden Toten zu beginnen, musste unsere Protagonistin, Gesandte des sich gerade mit einem Hähnchenschlägel beschäftigten Bösen, die größeren Friedhöfe der Region erreichen und die Untoten dort rekrutieren. Das kriegen wir hin. So, wir kriegen aber einen neuen Raum. Ich muss mal gucken. Ach, der ist sogar schon freigeschaltet, das Arcanium. Da können wir unser Mana sammeln, was wir finden. Oder unsere Dämonen Mana abbauen lassen. Denn auch das funktioniert nicht mehr ganz so wie in Teil 1. Wir sind nicht mehr auf Mana-Quellen angewiesen. Das ist sehr viel wert, glaubt mir.
So. Komm. Dankeschön. Hier bewegt euch mal schneller. Da sind Werkzeugkisten, die kann ich gerade gut gebrauchen. Ah, einer der Schnodderlinge des glücklichen Bösen hatte ein verstecktes Arcanium entdeckt. Dämonen konnten hier wertvolles Mana erstellen, das zum einen sie selbst benötigten, das zum anderen aber auch für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Ja, das wusste ich natürlich, dass hier auch noch ein Arcanium ist. Und so begann der erste Dämon damit, im Arcanium mächtiges Mana zu generieren. Genau. Köstliches Mana schmiere ich mir gerne auf mein Sonntagsbrötchen, wenn mir meine Frau die Pantoffeln und die Zigarre reicht und ich die Zeitung aufschlage, um die Todesanzeigen. Aber wieder zurück zum Thema. Mana war auch für das sich nicht für Sonntagsbrötchen interessierende Böse wichtig, denn zum einen gierten seine Dämonen mit höherer Stufe danach, zum anderen konnte es benutzt werden, um mächtige Zauber zu wirken. Natürlich fackelte das aufgeregte Böse nicht lange und probierte das zeitnah aus. Jo, das werden wir auf jeden Fall auch. So, hier ist es jetzt ein bisschen eine kleine Besonderheit. Wir haben mittlerweile zwei Eingänge, die wir theoretisch überwachen müssen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich die Schwierigkeit... Ich glaube, es stand wieder nicht auf höllisch. Was ich nicht so schlimm fand. Ich fand jetzt höllisch eigentlich nur nervig, weil ein paar stärkere Einheiten zwar mitkamen, aber vor allem eigentlich nur mehr Einheiten. Und ich weiß nicht, das ist halt, finde ich, immer so eine Sache. Man muss sich keine neue Strategie oder so ausdenken. Die Strategie funktioniert halt immer noch mit ich bunker mich einfach ein und lach die Gegner aus. Deshalb ist das so. Könnten wir jetzt hier vielleicht nochmal Gold kriegen? Ja, ist recht. So, normalerweise rast unser Mana nicht so in die Höhe, aber aktuell haben wir nichts, was Mana wirklich verbraucht, also. Ja. Zahltag. Den hier noch hin. Wie war das Gold als selber mit? Ja, genug Gold. Sehr schön. Ich brauche auf jeden Fall ein paar mehr Schnorrlinge. Alles über hier liegen lassen. Ne? Immer muss man den hinterher räumen. Ich raste aus. So. Doch gewusst, das verdammte Spitzohr schleicht hier rum. Los, Männer, alle Wachen verdoppeln und lasst mir was übrig. Ja, genau. Du hast doch keine Chance gegen mich und das ultimative Böse. Deine Bierfahne stinkt bis in meinen Dungeon hinab, du versoffener Wicht. Schwärmt aus und findet sie. Die Präsenz der Streitkräfte des wie ein Konfetti schmeißender Teletubby auffälligen Bösen war nicht länger ein Geheimnis. Tatsächlich war es erstaunlich,
wie lange es den Streitern des Guten entgangen war. Gut, deren Anführer war ein Zwerg und der hatte üppige Biervorräte, aber ich schweife ab. Es ist zu hoffen, dass die Verteidigung des Dungeons bereit ist. So, Kreatur arbeitet schneller, das würde ich gleich lieber... Beziehungsweise kann ich das nicht theoretisch? Nein. Ich kann es keinen Schwörerling geben. Was durchaus schade ist. Eure Kreaturen haben versehentlich ein Drachennest ausgebuddelt. Ach, aber kein Schlimmes. So. Da bauen wir dann das Versteck für die Horde rein. Hier könnten wir... Verdammt. Der Fels hier nervt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, das habe ich mir gedacht. So und so. So, jetzt können wir nämlich mal ein bisschen hier rumzaubern. So, als erstes Meteorschauer. Was irgendwie im Spiel nicht wirklich erklärt wird. Wir können unseren Zauber aufladen. Was ganz geil ist. Kosten dann zwar mehr Mana mit jeder Stufe. Aber wir verdoppeln sozusagen die Stärke. Und das ist nicht zu unterschätzen, möchte ich meinen. Ach komm, Talia. Komm mal her. Da. Mach kaputt. Autsch. So, dann brauchen wir ein Versteck, was wir jetzt erforschen müssen. Ich habe es vergessen. Ja, ja. So, wir starten schon wieder nicht mit irgendwie Bösartigkeit, aber gut, dafür mit einigen Forschungen, die sehr nützlich sind. So, Versteck. Bauen wir erstmal klein. So, ich überlege gerade, wie viel Leben haben diese Drachenechsen eigentlich? Das wird nicht angezeigt. Toll. Reicht nicht theoretisch ein voll aufgeladener Meteor? Ne, ihr seht, die Stärke wird jedes Mal um eine Stufe erhöht. Das reicht. Perfekt. Dann müssen wir uns da nämlich nicht drum kümmern. So. Dann ja, brauchen wir jetzt Bösartigkeit. Toll. Ach fuck, ich hätte mal wieder warten können. Waren jetzt... Ja gut, nee, bevor ich jetzt 300 Gold verschwende, lasse ich den jetzt einfach da. Das ist mir jetzt zu doof sonst. Könntest du bitte dieses Gold aufnehmen? Hallo. Vielen Dank. Weil Gold brauchen wir gerade. So, das nehmen wir mit. Dahin. Es ist Zahltag. So, unsere Kreaturen kriegen das Gold, was sie haben wollen. Das ist schön. Bräuchte halt trotzdem mal noch ein bisschen Gold. So, warum stehst du eigentlich auf dem Goldhaufen? Weißt du selber nicht, ne? Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Das ist jetzt nicht so cool. Zumal das wirklich ein Spinnennest ist. Na geil. So, dahin. Ihr haut den auf den Kopf. Ich gebe euch mal einen Boost. Tod einem guten.
unbedingt nicht heißt, du musst alleine kämpfen. So. Meine Oma könnte diese Basis schneller aufbauen und besser beschützen als ihr. Dann soll sie halt machen. So. Da unten kommt auf jeden Fall noch eine Schatztruhe, Schatzkammer rein. Ich hasse es, wenn mir so viel Gold fehlt. Wenn wir die Schnorrelänge hier einfach liegen lassen. Gottverdomme. So. Mit einmal fertig machen. Da oben dann was ähnliches. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Schnorrelänge. Verdammt, ich hab nicht vernünftig drauf gedrückt. Schnodderlinge sind mehr Schnodderlinge. Eure Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Nicht gut. Wieder eins von den nervigeren. Gut, dass wir noch mal haben. Gut, dass die Drachen hier scheinbar nicht immun gegen Feuer sind. Aufhören. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen reinbuddeln. So. Und weitermachen. Ich brauche gleich auf jeden Fall eine Insel zu. Und am besten holen wir uns dann auch direkt so einen Friedhof. Und der andere Ort. Ja, das machen wir. Das Böse wird siegen! So, als erstes möchte ich aber kurz noch. Hier das geben für das absolute und dann alle mal da raus. So, Abmarsch. So, Zauber können wir auch in der auf der Oberwelt casten. Das ist nicht das Problem. Wo wir nur aufpassen müssen, die Bäume, ihr Schlafmützen, ja, wir brauchen Holz. Den Portalzauber, der meiner Meinung nach der wichtigste Zauber des ganzen Spiels eigentlich schon ist, den können wir nur in der Nähe unserer Kreaturen erschaffen. Ist also eher als Weg in den Dungeon zurückgedacht, denn als Weg aus dem Dungeon heraus. So, die sind alle tot. Dann mal die. Talia, kriegen wir was schon. So, Talia, es wäre trotzdem nett, wenn du nicht stirbst. Hat nämlich immer den Nachteil, es kostet Gold. Gut, vielen Dank. Bösartigkeit. Die brauchen wir. Denn mit Bösartigkeit können wir uns Nagas kaufen. Und Nagas will ich haben. So, eine Naga. Vielen Dank. Kurz auf die Oberwelt. Portal. Dungeon. Naga nehmen. Durchs Portal. Wir könnten theoretisch auch den Portalzauber verstärken. Aber es macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Denn das bewirkt nur, dass das Portal mehr Lebenspunkte hat. Und das bringt uns halt nichts. Sogar nichts. So. Meine Hälfte noch, dann kann ich eine Lage nämlich damit teilen. Zahltag.
So, wenn die voll geheilt sind, machen wir uns wieder auf den Weg. Ihr wünscht? So, Gudok. Lass dich mal schneller heilen. Da kommen Gegner. Oder patrouillieren die da nur? Das gibt's nämlich auch. Das sind keine angenehmen Gegner. Sind in den Dungeon eingedrungen. Toll. Wenn ich da weg wäre, das würde ich nicht. Ich werde das Land vernichten. So, einmal kurz bitte nach Hause. Ja, bei Dämonen ist es ja glücklicherweise nicht schlimm, dass sie sterben. Nein! Was? Wer hat dich denn umgebracht? Ich komme wieder. Da fuck. Wieso haben die sich noch eingemischt? Sind die alle doof? Ach ja, Wegfindung. Mein Lieblingsthema im Videospiel. Naja, eigentlich nicht, aber. Die dunkle Macht erfüllt mich! So, Talia lebt wieder, kostet 200 Gold, toll, dankeschön. Schenken können. Arsch. So. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss und sehen uns dann nachher um 15 Uhr wieder zu Dungeons 3, wenn wir ja, uns noch ein bisschen um unseren Dungeon kümmern und darum, dass der vielleicht ein bisschen sich nicht darauf verlassen muss, dass wir mit Armeen, mit Truppen zurückkommen. Kannst du das drehen? Hallo? Bist du doof? Naja, kümmere ich mich nachher drum. Bis nachher. Ciao, Freunde.